Mein Name ist Matthias Karger. Ich war die letzten Jahre schon im erneuerbaren Energienbereich unterwegs und habe heute das Vergnügen, den A5 hier fahren zu dürfen, A5 G-Tron. Ich finde das Konzept super. Für mich ist das einfach genau die richtige Kombination aus Komfort und Nachhaltigkeit und Sportlichkeit. Gucken wir mal, was der Wagen so zu bieten hat. Jetzt gleich sammle ich Tobias Block noch ein. Tobias ist Experte bei Audi für erneuerbare Kraftstoffe und wird mir sicherlich noch ein paar Details über den Wagen und die Technologie verraten, die ich bisher noch nicht wusste. Tobi, heißt also, ihr habt jetzt G-Trons auf den Markt gebracht und ihr stellt E-Gas her. Genau. Man kauft also nicht nur ein Auto, sondern man kauft eigentlich die Möglichkeit auf ein Mobilitätskonzept. Genau, für uns ist wichtig, dass wir Mobilität ganzheitlich betrachten. Ist Audi eigentlich der einzige Hersteller, der so ein E-Gas-Konzept verfolgt, oder gibt es auch noch andere? Nein, beim E-Gas-Konzept sind wir aktuell tatsächlich die einzigen. Und zwar haben wir eine eigene Power-to-Gas-Anlage, die im Emsland ist, wo es temporär zu Stromüberschüssen kommt. Hm? Power-to-Gas ist Windstrom. Ist es Windstrom, der eingespeichert wird. Ja, schau mal hier, super. Jede Menge Windräder und zwischendrin steht immer mal wieder eins. Die Netzproblematik ist entscheidend, dass wir hier Zeiten haben, wo wir Überschussstrom produzieren. Und diese Überschüsse nutzen wir, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Da wir derzeit noch keine bestehende Wasserstoffinfrastruktur haben, methanisieren wir den Wasserstoff mit CO2 aus einer Abfallbiogasanlage und speisen diesen ins Erdgasnetz ein. Und außerdem macht es noch Spaß. Also der Wagen geht schon ab. Soll also heißen, ich habe in diesem sportlichen Wagen die Möglichkeit, an jeder CNG-Tankstelle in Europa zu tanken und Audi speist das synthetische E-Gas dafür in das Netz ein. Hier wird Wasserstoff und CO2 zusammengeführt und zwar in genau den gleichen Mengen, wie dein Auto wieder emittiert. Wenn man dabei den Bau der Anlage, Transport und Bereitstellung des Kraftstoffes mit einberechnet, sind es immer noch 80% CO2-Reduktion. Ja, dann würde ich sagen, wieder rein in den Wagen, weiter geht's. Freie Fahrt für E-Gas.